Ja, und die haben auf jeden Fall ordentliche Trainingsgelände. Aber der Normalo wie wir eins muss auch fit bleiben. Und deshalb reden wir heute über Fitness, Training und gesunde Ernährung. Im Studio begrüße ich Julian Zettel von Like Pros. Schön, dass du da bist. Danke. Und Mohamed Sabacha, auch von Like Pros, wie man unschwer am T-Shirt erkennen kann. Schön, dass Sie gekommen sind. Gerne. Julian, wie wichtig ist Fitness für uns alle? Ja, letzten Endes wahnsinnig wichtig. Wir sind eine sitzende Gesellschaft. Wir sitzen den ganzen Tag, so wie gerade eben. Das, was wir den ganzen Tag essen, passt nicht unbedingt. Ja, wir haben teilweise unsere grundfunktionellen Bewegungen wieder verlernt. Ja. Und deswegen ist ein funktionelles, für den jeweiligen richtig angepasstes Training unglaublich wichtig. Egal, ob man ein Büromensch ist oder ein Leistungssportler. Saba, was ist Like Pros? Wie ändert ihr das? Like Pros, wie die Frage. Was ist Like Pros? Was macht ihr bei Like Pros? Like Pros, ja, wie der Name schon sagt, hinter Like Pros steckt die Idee, dass wir den Leuten die Möglichkeit bieten möchten, wie die Profis zu trainieren, wie der Name schon sagt. Und dabei kommt es dann nicht unbedingt darauf an, dass wir so penibel genau sind wie die Profis sozusagen, sondern wir halten uns eher an die Profi-Einstellung sozusagen, immer mehr zu wollen, die Motivation aus denen heraus zu peitschen, sag ich jetzt mal. Wie machst du das? Wie ich das mache? Das machen wir, sage ich jetzt mal, im Training aus dem, ja, aus der Musik, Motivation. Genau. Wir sind immer mehr als einer, zwei. Wir haben noch einen dritten mit dabei. Das heißt, da ist immer Power mit dahinter. Es ist aber wichtig, dass ich in der Gruppe trainiere oder im Einzeltraining, oder ist das egal? Das ist, letzten Endes kommt es darauf an, was du für ein Typ bist, was dein Ziel ist. Personal Training ist natürlich die höchste Form der Betreuung. Ja. Wenn du aber eher auch Probleme hast, dich zu motivieren, da ist natürlich ein Gruppentraining, wo du 8, 9 andere Leute hast, die auch Gas geben. Das zieht dich natürlich noch mal mehr. Aber müsst ihr da immer mitmachen bei diesen Trainings? Gott sei Dank nicht. Nee, aber wir, sag ich jetzt mal, müssen doch schon voll dabei sein. Nach so einer Einheit bist du doch mal gut durch, weil du überall sein musst, überall deine Augen haben musst, alles vormachen. Und so viel Energie, wie du vorne zeigst, so viel kriegst du da auch letztendlich bei den Leuten wieder zurück. Und das heißt, da kannst du nicht Halbgas fahren, sag ich jetzt mal. Julian, wie wichtig ist diese gesunde Ernährung? Man sagt ja immer, der Sixpack kommt nicht vom Pumpen alleine. Ich muss mich auch dementsprechend ernähren. Wie wichtig ist das? Richtig. Sixpack wird nicht im Fitnessstudio gemacht, sondern am Kühlschrank. 70-80% vom Trainingserfolg kommen letzten Endes über die gesunde Ernährung. Und was da halt ganz wichtig ist, es gibt nicht diese eine Zauberwaffe, die man auf jeden einfach draufschmeißen kann, sondern ich muss mir Ernährungsgewohnheiten anschauen, Ziele anschauen und dann an kleinen Rädchen anfangen zu drehen, die für Leute auch gut umsetzbar sind. Aber gesunde, richtige Ernährung ist das A und O. Ich muss gar nicht trainieren, ich kann mich einfach gesund ernähren und muss mich gar nicht bewegen. Damit bewirkst du schon mal sehr viel. Sehr viel, ja. Wie ihr euch aber bewegt bei euren Challenges, wie ihr sie nennt, das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz in dem Beitrag an und schauen mal, wie das bei euch so abläuft. Was ich ganz interessant war bei dem Beitrag, ihr habt sofort analysiert, also die Haltung und alles. Die Jungs trainieren ein bisschen anders wie die Jungs, die anfangs der Sendung da waren, die um Weltmeistertitel kämpfen und so. Saba, wie stimmt ihr das ab für die Persönlichkeiten, das Training?
Wie stimmen wir das ab? Vorm Training lernen wir die Leute kennen. Da haben wir die erste Viertelstunde, wo wir uns eigentlich erstmal nur begrüßen, sage ich jetzt mal. Und da sehen wir schon die neuen Gesichter und fragen natürlich auch vorab, was sie schon für Erfahrungen haben, Verletzungen, Beschwerden, was auch immer. Und genau, und dann liegt es natürlich am Trainer, immer eine Alternativübung parat zu haben, dass jeder auf seinem Level trainieren kann, letztendlich. Oft geht's, dass alle die gleichen Übungen machen. Oft müssen wir mal bei manchen den Gang aber auch zurücknehmen. Jetzt war das so ein Zirkeltraining, also da ist man rundgegangen. Wie läuft das ab, Julian? Also wie lang eine Station und wie oft wiederhole ich das? Also das hängt auch so ein bisschen davon ab, in welcher Intensität man das Ganze macht. Aber sagen wir mal, also unser Grundsystem sind 45 Sekunden, haben wir eine Belastung auf der Station und dann ist ein zügiger Wechsel, 10 bis 15 Sekunden und dann geht's weiter. Rundenanzahl 3, 4, mal auch 5, wenn sie noch 5 noch nicht ganz fertig sind, gibt es also noch eine 6. hinten drauf. Man stimmt das auch jedes Mal ab, ja, wie die Leute noch drauf sind nach diesem Zirkel. Genau, aber wie gesagt, es gibt nicht die eine Zauberwaffe für alles. Man muss sich immer ein bisschen anpassen können. Aber reicht es, wenn ich einmal die Woche zu diesem Fitnesszirkel komme? Mehr als momentan, ja. Wie wenn ich gar nichts mache. Genau, ja. Aber wenn ich dann wirklich wie ein Adonis ausschauen will, dann muss ich mehr machen. Klar. Julian, wie stimmt man das perfekt ab? Also muss ich da wirklich jeden Tag pumpen oder kann ich da variieren, auch mal nicht, mal weniger? Wie schaffe ich es, diesen inneren Schweinehund zu überwinden? Also es geht in letzten Endes geht's immer darum, was ist deine Zielsetzung? Ja, wo möchtest du hin? Möchtest du dich auf einen Wettkampf vorbereiten oder möchtest du einfach nur, dass du besser aussiehst? Ja? Wahnsinnig gut hilft natürlich immer, wenn man einen Personal Trainer hat. Wie gesagt, perfekte Betreuung, weil dann musst du da hingehen, du hast ihn ja. Gut ist es auch immer, wenn man mit einem Partner trainiert, weil dann ist bestenfalls mindestens einer motiviert. Und wenn man innerhalb von einem Programm trainiert, also man hat einen Trainingsplan, man kriegt seine Betreuung auch immer wieder und man sieht die Fortschritte. Und die Fortschritte überwinden dann von alleine diesen Schweinehund. Wie oft muss ich diesen Trainingsplan wechseln, Saber? Wie oft? Das kommt ganz darauf an, wie oft du die Woche den trainierst letztendlich. Also es ist völlig individuell. Es gibt manche, die kommen gerade mal zu einmal die Woche Training oder zweimal die Woche Training und andere wiederum bei 3, 4 Mal. Da kann auch der Trainingsplan auch wieder anders gesplittet werden, dass man trotzdem die Regenerationszeiten einhält. Und, aber im Schnitt kann man sagen, so 6 bis 8 Wochen. 6 bis 8 Wochen, alle neue Trainings. Dann sollte schon wieder ein neuer Reiz fallen sozusagen. Ja, das tut auch nicht nur den Muskel gut, sondern auch im Kopf wird es dann auch nicht langweilig, ja, dass man einfach wieder voll bei der Sache bleibt. Ihr bietet es wie oft an, Julian? Also im Moment haben wir unseren fixen Termin immer einmal die Woche, unsere Like Pros Challenge, bei unserem Partner Rotrup Sport in Bogenhausen. Und machen dann aber auch öfter die Woche noch variable Termine dazu. Ihr habt eine Internetseite, wo man das lesen kann. Wo die Termine alle drauf sind. Und ihr habt einen Tag der offenen Tür. Genau, also unser Partner, Rothof Sport, am 27., das ist ein Sonntag, da fängt es schon um 10 Uhr an. Wir selber sind da mit dabei ab 15 Uhr und ab 16 Uhr beginnt dann auch unser Outdoor-Circuit. Ja? Und wer vorab noch kommt, der kriegt noch eine gratis Körperanalyse mit, ja, als Guti. Alles Guti. Also 27.10. Genau. Vormerken für die Like. August. August, natürlich, nicht September. Genau. Jetzt habt ihr hier was mitgebracht. Sabat, das möchte ich jetzt ausprobieren. Bitte. Und dann sind wir auch weg, weil ich möchte jetzt fit werden. Eine Kettlebell, habe ich mir sagen lassen. 12 Kilo, was muss ich machen? Puh, ich würde mal sagen, wir fangen mal mit der bekanntesten Übung an. Das wäre zum Beispiel die Kettlebell Swing. Ja. Nicht so weit vor, sonst bin ich nicht mehr im Licht. Okay. Ja, bleib einfach hier. Genau, und zwar geht es einfach darum, hier die Arme gestreckt zu lassen, knapp am Schritt vorbei. Okay. Die Kugel nach vorne zu schieben. Schaut nicht so schwer aus. Ich probiere das jetzt einfach mal. Und wen das wirklich interessiert hat, der kommt am 27. August in den Rothof in Bogenhausen und findet die Leute von Like Pros. Und wir sehen uns nächste Woche Montag wieder. Bis dahin, Servus.